Konfuzius sagt, ein Tag, an dem du nicht gelacht hast, ein verlorener Tag. Der Maurermeister bat den Pfarrer, für seine verstorbene Frau 3 Messen abzuhalten. Nach der letzten fragte er: Und Herr Pfarrer, reichen die 3 Messen aus, dass meine Frau in den Himmel aufsteigen kann? Darauf meint der Pfarrer: Nicht ganz, ihre Frau ist nur mit dem Kopf im Himmel. Die Füße sind noch immer im Fegefeuer. Der Mann strahlt und meint: Prima, so lassen wir sie hängen. Neugierig war sie ja schon immer und kalte Füße hatte sie auch ständig. Der kleine Sohn schaut sich den neuen Pelzmantel seiner Mutter an und meint: Mensch, muss das arme Vieh dafür gelitten haben. Darauf sagt die Mutter wütend: Sag mal, mein Junge, wie sprichst du eigentlich über deinen Vater? 3 Bettler sitzen in Heidelberg in der Fußgängerzone und streiten sich, wer am meisten Geld erbetteln kann. Darauf beschließen sie, sich für eine Stunde zu trennen, und wer am meisten zusammenbekommt, der hat gewonnen. Gesagt, getan, nach einer Stunde treffen sie sich wieder und der erste Bettler hat 40 Euro. Pah, das ist doch noch gar nichts, meint der zweite. Ich habe 99 Euro. Darauf sagt der dritte: Ihr seid unfähig, ihr seid alle nur Loser. Ich habe 487 Euro zusammenbekommen. Da staunen die anderen beiden Bettler nicht schlecht und fragen: Sag mal, wie hast du das denn gemacht? Da lacht der dritte stolz und meint: Ganz einfach. Ich hab mir ein Schild umgehängt mit der Aufschrift: Sachse hat Heimweh. Konfuzius sagt, eine positive Bewertung und ein Abo erhöhen deine gute Laune um mindestens 400%.